Als wir das erste in Hannover das Kino aufgemacht haben, haben wir an alles gedacht, nur nicht daran, dass wir so viele Geldscheine einnehmen würden. Die Kassen sind völlig übergelaufen, also da sind Besucherzahlen zustande gekommen. Also Hannover hatte zum Beispiel in der besten Zeit 1,8 Millionen Besucher im Jahr, alleine dieses eine Kino. Damit hatten wir nicht gerechnet und die größte, mein Mitarbeiter kam an, als ich dann unten im Foyer stand und sagte, hier, Flavio, ich weiß nicht, wir wissen nicht, wo wir mit dem Geld hin sollen. Die Kassen laufen über und dann haben wir so Popcornsäcke genommen und haben wie so im Mafia-Film die Scheine einfach in diese Popcorn-Beutel reingestopft und abends haben die dann stundenlang gesessen bis zum frühen Morgen, um das Geld zu zählen. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche. Herzlich willkommen zum Chefgespräch. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Wir gehen heute ins Kino, zumindest gedanklich. Mein heutiger Gast ist Hans-Joachim Flebbe. Er ist, das kann man sagen, ein Pionier und Veteran des deutschen Kinos. Er hat aber nicht Filme gedreht, sondern er spielt sie ab. Und zwar in seinen Kinos, wo er über die Jahrzehnte mit seinen Konzepten Maßstäbe gesetzt hat. Zunächst als Gründer der großen Ketten, mit denen ich selbst groß geworden bin, und zwar mit Cinemax und später mit neuen Premium- und Luxuskinos. Kurz noch ein paar Daten. Hans-Joachim Flebbe ist seit Anfang der 70er Jahre in der Kinobranche. Er begann in seiner Heimatstadt Hannover, wo er 1951 geboren wurde, als Programmgestalter in einem Apollo-Kino. 1977 hat er dann sein erstes eigenes Kino eröffnet, bevor er Ende der 80er Jahre einer der Mitgründer der Cinemax-Gruppe wurde. Dort steuerte er 20 Jahre lang die Geschicke als Geschäftsführer und Vorstandsmitglied. 2008 verließ er Cinemax, kam aber nicht los von den Lichtspielhäusern, übernahm einige Kinos, die er zu Luxuskinos umbauen ließ und er gründete schließlich die Kette Astor Film Lounge. Eines seiner Flaggschiffhäuser ist der Zoopalast in Berlin. Die Kinobranche hat ja eine turbulente und herausfordernde Zeit hinter sich. Erst kam die Pandemie und die Lockdowns, dann der Siegeszug des Streamings, es gab neue Rekorde und überraschende Flops. Viele Themen also, die es zu besprechen gibt. Herzlich willkommen, Herr Flebbe. Vielen Dank für die Einladung, Herr von Butler. Herr Flebbe, ich wage es gar nicht zu fragen, denn es ist eine blöde erste Frage, aber ich muss sie leider stellen. Was war in diesem Jahr Ihr Lieblingsfilm? Das habe ich befürchtet, dass Sie das sagen werden. Es gibt in diesem Jahr eigentlich nichts richtig Besonderes. Im letzten Jahr war es Bohemian Rhapsody. Wenn Sie mich danach gefragt hätten, was mein Lieblingsfilm der letzten Jahre gewesen wäre, diese Queen, ja. Geschichte. Was hat Ihnen daran so toll gefallen? Weil es gab ja so viele Verfilmungen von auch von Elton John, also von Biografien von Bands. Was fanden Sie daran so toll? Naja, ich fand also, das war so mitreißend, dass gerade diese Konzertaufnahmen mich besonders in Bann gezogen haben. Vor allen Dingen in unseren Kinos haben wir überall Dolby Atmos Tonsysteme eingebaut und ich bin dann immer gerne in die Vorstellung gegangen in Hamburg, wenn ich da zufällig war und habe dann den Ton laut gedreht, wenn die Konzertausnahmen aus Wembley gekommen sind und dann standen die Leute wirklich im Saal auf, haben mitgetanzt, haben mitgesungen, haben am Ende des Parts an auch Beifall geklatscht und das war eine Stimmung im Kino, das ist eigentlich, das kriegt man nie auf dem Bildschirm hin, wenn also Netflix diesen Film dann auch irgendwann mal zeigt, dann wird dann ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, sie sehen zwei verschiedene Filme und da hat für mich wieder das Herz fürs Kino geschlagen und deswegen war eben Bohemian Rhapsody, auch für ältere Leute, wirklich ein Konzertfilm, in dem man 3, 4, 5 Mal gehen kann, ohne sich zu langweilen. Aber in diesem Jahr konkret war es, ich bin so ein bisschen Hitparaden abhängig, war es Oppenheimer, der eben auch wirklich ein erwachsenes Publikum ins Kino gezogen hat. Und ich habe das Gefühl, weil gerade bei so einem Film spürt man eben auch, das ist bildgewaltig teilweise und man spürt eben auch, dass die Leute dann auch den Unterschied zu diesen Streamingdiensten sehen und das ist ja unser Hauptfeind, da kommen wir sicherlich im Laufe des Gesprächs noch drauf. Ja, da kommen wir noch drauf tatsächlich. Wie oft gehen Sie eigentlich noch ins Kino? Ich war gerade gestern wieder bei einer Premiere in Berlin bei uns im Zoopalast. Da lief Girl, You Know It's True, diese Mini Vanilli. Ich krieg den Namen auch schwer rüber. Also das war doch diese Band, die betrogen hat, die nicht richtig gesungen hat. Genau. Das ist ja nicht dunkel. Ja, Frank Farian war das Mastermind dahinter, der hat gesungen und Frank Farian war einer der größten Musikproduzenten. Und war es ein guter Film?
Ja, ist toll. War ein tolles Publikum, eine schöne Premiere, auch alle mitgemacht. Auch die der Original, einer von Mini Vanilli hat überlebt, der war auch gestern im Kino. Und das tat gut. Die Leute swingen im Kino, stehen auf, singen mit, kennen die Lieder und das ist so ein Gemeinschaftserlebnis, was eben auch das Kino ausmacht. Und deswegen, also ich gehe ziemlich oft ins Kino. Ich guck mir nicht alle Filme zu Ende an. Sie gehen da mittendrin raus, oder? Ja, oder ich komme in der Mitte. Also ich habe ja den Vorteil, dass ich ins Kino rein und raus gehen kann. Stimmt, weil Sie müssen nicht immer bezahlen und kriegen Sie auch umsonst Popcorn vermutlich ab und zu. Ja, das nehme ich mir dann einfach von der Theke. Aber können Sie eigentlich noch entspannen oder haben Sie immer so diesen professionellen Blick, wo Sie sagen, ist alles sauber, stimmt der Ton, ist das Popcorn knackig oder salzig genug? Also meine Familie geht nicht mehr mit mir zusammen ins Kino, weil ja, die werden immer nervös, weil ich achte natürlich auf ganz viele Dinge, ob der Ton laut oder zu leise ist, ob die Klimaanlage richtig funktioniert, ob neben mir irgendwo wirklich einer sitzt, der mit dem Handy telefoniert, den ich dann immer in die Schranken weise. Also ich kann im eigenen Kino nur dann entspannen, wenn ich nachmittags ins Kino gehe, wenn auch kaum anderes Publikum da ist, dann bin ich dann auch nicht verantwortlich, wenn irgendwelche Fehler passieren. Aber in der Regel bin ich sehr angespannt und ich achte natürlich auch, wenn ich mir Filme angucke, meistens gucke ich mir die vorher an, bevor sie richtig ins Kino kommen, wie die kommerziellen Aussichten sind. Und dann entscheiden Sie auch manchmal, ich nehme das rein oder nicht rein oder das Werk? Ja, wenn ich richtig gut wäre, dann wäre ich in Hollywood sitzen und jetzt in der Hollywood-Schaukel irgendwo mir die Starlets und die Stars mit denen feiern würde. Aber das ist bei uns in der Branche wirklich verdammt schwierig. Also am Donnerstag laufen bei uns in Deutschland die Filme immer an. Und Sie wissen eben, am Mittwochabend wissen Sie nicht, was kommt auf einen zu, wie wird die wird es einen wirtschaftlichen Erfolg geben oder nicht. Das wissen nicht nur wir als Kinomacher nicht, sondern eben auch die Regisseure, Produzenten wissen das eben auch nicht. Und deswegen ist dieser Donnerstag für uns alle immer ein, also gucken wie in eine Glaskugel gucken. Weil man weiß wirklich nicht, jetzt läuft eben dieser Wonka, ist so ein Musicalfilm, der jetzt über Weihnachten eigentlich die Kinos füllen soll. Also Sie wissen am Mittwoch nicht genau, ob der Film am Donnerstag im Kino ausverkauft sein wird oder kein Mensch sich dafür interessiert. Und das ist wirklich eine schwierige Situation für alle Beteiligten. Auch gestern war die Premiere eben von Milli Vanilli in Berlin und auch alle sind begeistert, alle haben geklatscht und sind der Meinung, dass das wird für Weihnachten ein großer Publikumserfolg. Aber wenn er dann wirklich am Donnerstag, am 21. in die Kinos kommt, dann sind wir alle genauso gespannt und aufgeregt und wissen, dass am Abend wissen wir, ja, das hat funktioniert, oder? Die Regisseure und Produzenten haben 3 Jahre, 4 Jahre an so einem Film gearbeitet. Und das sind für mich immer die ärmsten Schweine, in Anführungsstrichen, weil die haben wirklich Zeit ihres Lebens und Intensität und Engagement reingesteckt. Aber sie wissen eben nicht, ob ihr Film beim Publikum wirklich ankommt. Aber war das nicht immer so, also diese Spannung? Oder hat sich das nochmal verändert irgendwas? Also diese Anspannung, ob ein Film wirklich floppt und man hat irgendwie hunderte von Millionen Euro reingesteckt oder ob irgendwie eine Billigproduktion total irgendwie gut ankommt. Ja. Oder hat sich da was verschoben? Naja, früher war es ein bisschen berechenbarer, weil die Besucher auch teilweise wegen der Schauspieler ins Kino gegangen sind. Also wenn sie einen Film mit Robert De Niro hatten, dann wussten sie, da gibt es eine Robert De Niro-Fangemeinde, die wird mit Sicherheit kommen. Heute laufen diese Filme spielt keine richtige Rolle mehr, weil natürlich auch so die Jugendlichen, die Fans einfach nicht mehr ins Kino kommen. Also die Zielgruppe, die wir früher mal hatten im Kinobereich, das waren so die 15- bis 25-Jährigen, die haben in meinen Cinemax-Anfangszeiten haben die 70-80% des Publikums ausgemacht. Die kommen eben nicht mehr. Die sind es gewohnt, ihre Filme sich in den Streamingdiensten anzugucken. Und deswegen ist das mit Star-Kino gibt es nicht mehr. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die umgekehrten Fälle, so wie Barbie zum Beispiel. Ja, das war doch der Überraschungserfolg dieser, oder? Absolut, absolut. Also ich habe mal in den Unterlagen mal nachgeguckt. Wir machen natürlich Anfang des Jahres immer so ein Budget, um auch abzuschätzen, wie die Filme im Jahr verteilt sind. Und da hatte Barbie bei den Optimisten, die hatten gesagt, na 800.000 bis 1 Million Besucher wird er vielleicht machen. Und jetzt hat er in Deutschland alleine sechs Millionen Besucher erreicht. Oder Oppenheimer, hätte nie einer gedacht, dass der Film über 4,2 Millionen Besucher machen Und 6 würde. Millionen in Deutschland ist richtig viel. Also ich weiß noch so, Otto Walkes, der Film, so in den 90ern oder 80ern, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, da hatte man ja noch so zweistellige Millionen Zuschauer. Was ist denn viel in Deutschland inzwischen? Also 3 Millionen, für 3 Millionen gibt es eine goldene Leinwand. Das ist dann,
diese goldenen Leinwände werden in der Regel so zwischen 10 und 20 Mal im Jahr verliehen. Dieses Jahr werden es wahrscheinlich nur 8 oder 9 sein, weil dieses Jahr ist geprägt. Wir haben vier Ausreißerfilme. Das ist einmal Avatar, der ist noch im letzten Jahr gestartet, aber jetzt in diesem Jahr ist er richtig ausgewertet worden. Super Mario, Film, wo ich auch ich persönlich nicht viel mit anfangen kann, und eben Barbie und Oppenheimer. Die haben wirklich, diese vier Filme haben, ich würde sagen, mehr als ein Drittel der Jahresbesucher erreicht. Man muss natürlich wissen, Sie sind ja nun auch jemand, der eben, wie Sie schon gesagt haben, mit Cinemax groß geworden sind. Zu meinen Cinemax-Zeiten hatten wir, das war so in den Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, gab es ungefähr 200 Millionen verkaufte Kinotickets in Deutschland. Und wir werden in diesem Jahr, wenn es hochkommt, 90 Millionen noch verkaufen. Also das ist schon, die Branche hat sich eben innerhalb von 20, 25 Jahren halbiert. Da darf man jetzt gar nicht dran denken, dass in den 50er und 60er Jahren dann 600 Millionen Kinokarten verkauft wurden. Das war, bevor das Fernsehen kam. Das waren natürlich Hochzeiten, wo dann auch die in den Innenstädten überall große Filmpaläste entstanden. Da war Kino wirklich ein Tagesgespräch. Also das war dann schon, hat einen ganz anderen Stellenwert. Das hat man ja auch, das war auch eine Unternehmung am Wochenende, das kenne ich noch. Man ist, wie gesagt, wir gehen am Samstag, irgendwie fuhren wir zum Gänsemarkt dann irgendwie ins Kino in Hamburg, und das war dann so, hat man sich richtig vorgenommen. Aber bevor wir nochmal in Ihr Leben und Lebenswerk eintauchen, Sie haben vor einem Jahr angesichts der Besucherrückgänge 2022 damals auch gewarnt und haben gesagt, das ist wirklich jetzt existenzbedrohend für viele Filmtheaterbetreiber, und Sie haben gesagt, vielleicht erleben wir sogar ein großes Kinosterben. Wenn Sie jetzt mal für 2023 Bilanz ziehen, ist es so schlimm gekommen oder ist es dann doch besser gekommen, weil tatsächlich die Besucher kamen ja nach der Pandemie nicht so schnell zurück wie erhofft? Wir sind erstaunlich anpassungsfähig, habe ich festgestellt, also die Kinobranche insgesamt. Wir hatten, nur, da muss man die Zahl noch einmal sich, oder ich muss sie vielleicht nochmal nennen, vor der Pandemie, also 2019 war das letzte vollwertige Kinojahr, da hatten wir 115 Millionen Kinobesucher. 115 Millionen. Wir werden dieses Jahr, wie ich eben schon gesagt habe, wenn wir Glück haben, 90 Millionen erreichen. Das ist also ein Rückgang von 25-30%. Das ist für jede Branche eigentlich bedrohlich. Und dass wir trotzdem kaum, wir haben ein paar Pleiten in der Kinobranche, aber die sind nicht so weiter auffällig, dass man sie wirklich in zweistelligen Zahlen messen könnte. Es haben einige Kinos zugemacht, aber was wirklich erstaunlich ist, ist, dass eben dieses Kinosterben nicht in der Form eingesetzt hat, in der ich das erwartet hatte, aber das ist trotzdem für die Kinoseite nicht gut gelaufen, denn diese 25% Rückgang sorgen natürlich auch dafür, dass alle Kinobetreiber Kosten sparen müssen, und Kosten sparen heißt bei uns eben auch weniger renovieren, weniger in Erhalt der Kinos stecken, und das wird sich dann langfristig wiederum auf die Attraktivität des Kinobesuches auswirken, weil es gibt eben leider viele große Kinoketten, die eben nicht mehr investieren können, weil einfach das Geld nicht da ist oder weil sie aus dem Ausland, also aus London oder aus Australien, gesteuert werden. Und die passen eben auf, dass da wird jeder Euro, der ausgegeben wird, muss in England oder in Australien genehmigt werden. Und so sehen teilweise auch die Kinos aus. Und sie haben Schulden teilweise, die sie bedienen müssen, durch die ganzen Übernahmen. Genau. Also die große Kinokette View, die einen sagenhaften Turnaround geschafft hat, in dem der Ursprungsbesitzer, das war ein kanadischer Pensionsfonds, auf 1,5 Milliarden oder ähnliche Größenordnung verzichtet hat. Also die haben dann gesagt, lieber ein Ende mit Schrecken als dauerhaft das zu subventionieren. Und so kann man natürlich, wenn man 1,5 Milliarden geschenkt kriegt, dann kann man natürlich wieder von vorne anfangen und kann erstmal gucken, wie lange das vorhandene neue, von den neuen Hedgefonds investierte Geld erstmal hält. Und das macht das Ganze natürlich für uns dann auch ein bisschen schwierig, weil meine Gruppe ist zum Glück nicht davon betroffen, aber da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, ja, weil wir rechtzeitig auf ein Nischenprojekt. Da kommen wir jetzt noch drauf. Vielleicht noch eine letzte Frage zur Vergangenheitsbewältigung. Wir haben ja zuletzt im Mai 2021
21 gesprochen. Das war so, da wurden in Deutschland, das ist auch fast vergessen, damals wurden so die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung getroffen. Großbritannien hatte die Kinos schon aufgemacht. Und sie haben damals, es gab so ein bisschen Zuversicht, aber auch Furcht, dass sich die Menschen im Lockdown daran gewöhnt hatten, Filme zu Hause zu schauen. Und damals kam der neue James Bond. Und sie haben diesen schönen Satz gesagt, ja, der neue James Bond wird für die Kinos zur Nagelprobe. Also ob die Leute wirklich wieder zurückkommen. Wenn Sie mal so Bilanz ziehen, welche Ihrer Befürchtungen eigentlich nach dem Lockdown sind eigentlich eingetroffen und was ist an Leben wieder zurückgekommen, unabhängig jetzt von den Zahlen? Also wie viel Normalität haben wir wieder? Na, gefühlt ist es eben völlig normal wieder, weil ich glaube, wie im normalen Altersleben sich kaum noch jemand an diese wirklichen, an diesen Lockdown erinnern kann. Das ist ja irgendwie, man hat sich dran gewöhnt eine Zeit lang und jetzt ist es überhaupt kein Gesprächsthema mehr. Und natürlich müssen ja ich muss trotzdem auf die Zahl kommen, dieser Rückgang kommt ja irgendwo her. Die Leute gehen ja teilweise nicht mehr ins Kino. Ich glaube jetzt allerdings nicht, dass es damit zu tun hat, dass sie verstärkt Angst vor Ansteckung haben, sonst würden sie auch nicht mit vollen Zügen. Ich bin gerade aus Berlin gefahren, proppenvoller Zug, vielleicht noch nicht mal 1% hat eine Maske auf. Das wäre ja vor 2 Jahren undenkbar gewesen. Aber man hat sich jetzt daran gewöhnt, an diese Bedrohungslage, oder man merkt, dass diese Grippe eben eine Grippe ist. Aber viele Leute haben trotzdem in dieser Zeit, in diesen 2, 2,5 Jahren Lockdown-Phase eben die Streaming-Dienste kennengelernt und sehen eben auch, dass es viel bequemer ist, wenn man zu Hause sitzen kann und sich dann eben ist auch billiger. Billiger auch, aber Kino ist nach wie vor ein billiges Vergnügen, auch wenn es gefühlt teuer ist. Also ich meine, wir gehen, wenn Sie essen gehen heutzutage, geht man ja auch wieder nach Corona verstärkt, sind die Preise deutlich höher gestiegen, als sie im Kinobereich gestiegen sind. Bei uns, also in der Branchenweit, ist nach wie vor der Durchschnittspreis ungefähr 10 Euro für ein Ticket. Und dafür bieten wir schon ziemlich viel. Also ich muss Ihnen das nicht erzählen als Wirtschaftsmann. Wir müssen Mieten bezahlen, wir haben gestiegene Lohnkosten, wir haben gestiegene Energiekosten. Ja, waren alle alles getroffen. Ist geschehen. Ja, bevor alles wir über das Geschäftsmodell des Kinos und wie es sich wandelt, bevor wir das vertiefen, zunächst noch mal ein paar Jahrzehnte zurück, und zwar wirklich viele Jahrzehnte in Ihr Leben. Ihre Großeltern, Sie sind ja in Hannover geboren, Ihre Großeltern, so die Legende, wohnten in der Nähe eines Kinos und das heißt, sie kamen sozusagen in der Kindheit schon mit dem Kino in Berührung und ihr erster Film war die Glenn Miller Story. Ist das wirklich sozusagen so ist das eine schöne Geschichte oder haben Sie da die Liebe zum Kino schon kennengelernt? Ja, beides, ne? Ist eine schöne Geschichte, aber es war auch so, dass ich da den Reiz des Kinos festgestellt habe. Ich wusste vor allen Dingen bei meiner ersten Vorstellung nicht genau, mein Vater hat mich da mitgenommen, was da eigentlich passiert. Ich dachte, es wäre ein Theater. Ich kannte nur Theater, Kindertheater, und habe mich gewundert, wie viele Leute auf einmal auf so einer Bühne stehen würden. Da war ich 5 oder 6, als ich dieses Erlebnis hatte. Aber ich habe dann, weil mein Vater war auch leidenschaftlicher Kinogänger, und ich habe dann eben festgestellt, wie schön es ist, in einem großen Kino zu sitzen, wo dann die Spannung steigt, wenn der Gong erklingt und das Licht so langsam ausgeht und der Vorhang auffährt und so. Das hat mich dann schon sehr in Bann gezogen. Und ich habe früher ja auch mal studiert, Wirtschaftswissenschaften. Ja, das habe ich gelesen. Allerdings 17 Semester. Das ist jetzt. Ich glaube sogar noch mehr. Ich glaube, es war deutlich mehr. Und ohne Abschluss, nicht? Ja. Was man halt so in den 60er, 70ern gemacht hat. Nee, ich habe dann Geld verdient. Und das Problem, warum ich aufgehört habe. Ich habe am Anfang so viel Semester studiert, weil ich natürlich, da war die Krankenkasse war einfach günstiger. Ich habe aber nebenbei verschiedene Unternehmen aufgebaut. Ich habe so ein Güternahverkehrgewerbe am Anfang. Also ich war Zeitungsausträger. Dann habe ich mit kleinen VW-Bussen die Zeitungen an die Auslieferstände gebracht, wo dann die Zeitungsausträger kamen, sie die Zeitungen für ihre Tour zusammengestellt haben. Dann habe ich Umzugsgeschichten organisiert, immer mit meinen Kommilitonen, die für mich gefahren sind sozusagen. Und dann habe ich aber neben dem Studium eben dieses erste Programmkino, was Sie vorhin, dieses Apollo-Kino in Hannover, habe ich aus Hobbygründen, oder ich sag mal andersrum, ich hab immer mir Filme gewünscht, die in den damaligen Kinos nicht mehr zur Verfügung standen. Das ist ja mit heute nicht vergleichbar. Wenn früher mal ein Film wie auch früher James Bond oder Ben Hur oder Easy Rider, wenn die einmal im Kino waren,
dann sind sie nicht wieder zur Verfügung, standen nicht wieder zur Verfügung, weder im Fernsehen noch im Video. Das gab es damals auch noch nicht, noch gab es irgendwie, geschweige denn Streamingdienste. Und da habe ich mich immer drüber geärgert und ich sage, ich wollte die gerne mal wiedersehen. Ich wusste, dass meine Kommilitonen sowas auch gerne sehen wollten. Und da habe ich mein Herz in die Hand genommen, bin zu einem Kinobesitzer gegangen, dem Vorort von Hannover, eben dieses Apollo-Kino, und habe ihn gefragt, ob ich ein paar Filmvorschläge machen kann. Und da er eigentlich sein Kino schließen wollte, hat er gesagt, naja, da steht so ein junger, bärtiger, langhaariger Mensch vor mir und schwärmt mir vor, was man vielleicht aus seinem Kino machen könnte. Da hat er mich machen lassen und erfreulicherweise war das Kino vom ersten Tag an ausverkauft und das war dann mein richtiger Einstieg ins Kino. Tanz der Vampire haben Sie auf die Leinwand unter anderem gebraucht. Stimmt die Information noch? Ja, Polanski, das ist so ein Klassiker, den kann man heute auch noch gucken. Easy Rider und 2001 Odyssee im Weltraum. Das sind so Klassiker, die man damals, also das ist jetzt, ich mache das ja immer gar nicht selber glauben, wenn Sie das, als Sie es vorhin mich da eingeführt haben, dass es Anfang der 70er Jahre war. Das ist eigentlich auch für mich unvorstellbar. Aber woher wussten Sie das denn? Also es gab ja jetzt nicht so, dass Sie diese ganzen Filme sich irgendwie anschauen konnten, schon vorab irgendwie über Streaming. Also woher kannten Sie diese Filme und woher wussten Sie, was angesagt ist? Sie konnten das ja vermutlich nur in anderen Kinos auch irgendwo sehen, nicht? Ja, ja. Naja, das ist klar. Also das ist ja, darum habe ich das Hobby auch zum Beruf gemacht, weil ich das irgendwie ein bisschen besser einschätzen konnte als andere. Aber ich muss auch gestehen, dass ich während meiner Studienzeit mehr Stunden im Kinosaal verbracht habe als in der Uni. Und deswegen, das gehört ja dann auch zu diesen Gründen, warum ich dann irgendwann das Studium auch abgebrochen habe. Obwohl ich alle Scheine hatte. Das war damals was ganz Wichtiges. Ich hatte mehr oder weniger das Vordiplom, aber ich hätte mich anderthalb Jahre um meine Examenarbeit kümmern müssen. Und da ich dann gesehen habe, dass meine Kommilitonen alle hinterher auch arbeitslos waren oder in Südafrika in irgendwelchen Minen arbeiten, also als Wirtschaftsleute arbeiten mussten, habe ich mir gesagt, naja, also mit dem Kino, da weiß ich, das kann ich. Und deswegen habe ich dann auch keine Zeit mehr gehabt, das Studium zu Ende zu bringen, obwohl mich das immer noch wurmt. Sie haben ja vielleicht noch Zeit, das zu machen. Aber vielleicht jetzt erstmal noch zum nächsten Schritt. Sie haben dann wenige Jahre später Ihr eigenes Kino aufgemacht. Wie haben Sie denn das gemacht? Dazu braucht man ja Kapital. Da muss man das Business ja auch richtig kennen, weil da gibt es Verträge mit Filmstudios, Ausleihfirmen und so weiter. Ja, die Apollo-Phase dauerte ungefähr 3 Jahre und da lernt man schon, wie so ein Business funktioniert. Und ich habe wirklich auch sehr viel gearbeitet in der Zeit. Der ältere Kinobetreiber hat mich dann an seinem Erfolg beteiligt, weil er selber so überrascht war, dass auf einmal das Kino immer ausverkauft gewesen ist. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich in der Innenstadt von Hannover gab es so eine Projektentwicklung an einem Standort, wo kein anderer hin wollte. Kein seriöser Kinobetreiber hat sich darauf eingelassen, das Angebot dieser Projektentwickler anzunehmen. Und dann haben sie gesagt, bevor wir jetzt hier irgendwie noch eine Kneipe reinbauen, gehen wir auch mal dem... Ich hab eine überzeugende Art, muss ich sagen. Wenn ich was will, dann kann ich den Leuten auch was erzählen. Und keiner hat das bereut hinterher. Das Kino am Raschplatz in Hannover gibt es heute noch. Das gehört nicht mehr Ihnen, das haben Sie verkauft. Doch, nee, da habe ich einen Partner. Also ich habe einen Partner, mit dem ich 50-50 eine 50-50 Gesellschaft führe, der das eben gerade im Arthouse-Bereich ist es eben extrem schwierig geworden. Im Arthouse-Bereich werden so viele Filme angeboten und das größte Problem ist es eben, ein vernünftiges Marketing dafür zu entwickeln, damit Leute wie Sie zum Beispiel überhaupt wissen, dass es diesen Film gibt. Ja, man erfährt ja tatsächlich von vielen Filmen erfährt man nicht, wenn sie nicht zufällig irgendwie da bei Netflix oder bei Amazon oder Apple, soll keine Werbung sein, einem angeboten werden. Ja, das stimmt. Naja, und die haben eben auch ein Leben, die viele Filme haben eben auch ein Leben vor den Streamingdiensten. Also wenn sie nur exklusiv im Kino zu sehen sind. Und das Problem ist, dass oft kleinere Verleiher, die eben gar nicht diese Marketing-Power haben, sich in diesem Riesenangebot durchsetzen können. Also meine Frau zum Beispiel ist bei uns der Scout, die guckt sich nach wie vor alle Pressevorstellungen an, geht auf Festivals und schwärmt mir dann immer vor, das ist so ein toller Film, der würde so gut zu uns passen, den müssen wir zeigen. Und dann frage ich, welcher Filmverleih bringt den Film raus? Und das ist wie im Buchhandel. Das sind dann meistens so kleine Verlage oder kleine Verleiher, die eben nur ein begrenztes Marketingbudget haben. Und wenn das nur begrenzt ist, dann haben die überhaupt keine Chance, in diesem Medienangebot überhaupt
auch nur annähernd in das Bewusstsein der potenziellen Besucher zu gelangen. Natürlich so ein Overkill wie bei Oppenheimer oder Barbie. Da werden ja genauso viel Gelder ins Marketing gesteckt, wie der Film in der Produktion gekostet hat. Ja, dann erreicht man auch jeden. Also, dass Barbie ins Kino kommt, glaube ich, das hat, weiß ich nicht, wie viele Leute, 90% der Bevölkerung haben davon irgendwann mal was gehört. Ja, und viele haben auch gesagt, sie gehen in Oppenheimer und sind dann heimlich zu Barbie gegangen. Ich habe das später mir den runtergeladen, weil ich gedacht, wir müssen jetzt einmal sehen, weil alle haben darüber gesprochen, aber wir haben den nach einer halben Stunde ausgemacht. Also für mich, was ich ganz selten mache, dass ich wirklich einen Film abbreche. Verstehe ich. Aber nochmal zurück zu Ihrer Biografie. Wie kamen Sie auf die Idee zu Cinemax? Weil das war ja ein ganz neuer Typ von Kino. Ja, also wie gesagt, ich bin nun leidenschaftlicher Kinogänger und Kinoliebhaber und habe dann eben gemerkt, ich hatte dann eine Kette aufgebaut. Also Apollo war zuerst, dann hatte ich mein erstes eigenes Kino in Hannover, Kino am Raschplatz, und habe dann hat der Augstein irgendwann mal angerufen und hat gesagt, ich habe hier ein Lieblingskino, also nicht mich, aber einen Verleih angerufen, ich habe hier ein Lieblingskino in Hamburg, das Holi, das ist so runtergekommen, aber ich gehe da trotzdem gerne hin. Da ist doch irgendeiner da in Hannover, der macht das doch sehr erfolgreich. Und dann sind wir in Kontakt gekommen, dann habe ich das Holi übernommen, das war in der Tat runtergekommen, habe sehr viel Geld investiert, also alles, ich habe immer all in. Kenne ich auch aus meiner Kindheit, das Holi als Hamburger. Selbe? Ja. Ich habe immer all in gespielt. Also ich war relativ, das gehört vielleicht, wenn man so charaktermäßige Eigenschaften mal aufziehen will, weil ich hatte nie Geld, aber das, was ich nicht hatte, habe ich immer investiert. Also ich habe nie irgendwie auf dicke Autos ich hatte einen Porsche, aber ich habe mir nie so viel Geld aus der Firma rausgenommen, sondern habe eigentlich immer wieder, wenn irgendwie Liquidität da war, was Neues übernommen. Ich hatte eine Zeit lang, war ich so in Deutschland in den Top 10, was Kinos die Anzahl der Kinos anging. Ich hatte alle Kinos in Bielefeld, in Braunschweig, in Ostfriesland, in München einige, in Berlin einige, aber so traditionelle Kinos. Das waren ja die, wo es eben nur einen Saal gab oder maximal so 2, 3 kleinere. Und das letzte Kino, was ich dann und die Spezialität war, dass ich diese runtergekommenen Kinos übernommen habe und dann neu ausgestattet hatte mit sehr komfortablen Sitzen, neuer Kinotechnik. Und das war dann immer auch erfolgreich. Aber irgendwann reicht es dann eben auch nicht mehr aus mit dem Geld. Irgendwann holt einen das ein, wenn nie größere Kapital, oder größere Liquidität angesammelt werden konnte, dann war ich irgendwann mal am Ende. Und da lernte ich dann glücklicherweise Herrn Deile kennen. Rolf Deile war Musical-Unternehmer, Cats und Tanz der Vampire und ähnliche Dinge hat er nach Deutschland gebracht. Und der hatte auch die Vision, oder der wollte eigentlich den Leo Kirch beerben. Modus Krieber und Rolf Deile waren Filmrechtehändler und Musical-Unternehmer und die hatten die Vision, dass sie, wenn sie auch viele Kinos haben, dann auch leichter an die Filmrechte rankommen. Das klingt jetzt alles, ist es sehr, sehr dubios, was ich jetzt erzähle, oder nicht dubios, nicht, aber sehr kompliziert. Um es einfach zu machen, mit den beiden hatte ich zwei Leute an der Hand, die Zugang hatten zu Investoren. Und ich hatte als letztes Kino die Passage in Hamburg renoviert und habe gemerkt, ich stoße immer wieder bei meiner Überlegung, dass wir, damals war das Fernsehen die große Konkurrenz, und um dem Fernsehen Paroli zu bieten, mussten wir das hervorheben, was das Kino dem Fernsehen voraus hat, und das war die große Leinwand und das Gemeinschaftserlebnis. Und das Passage haben wir ein Wahnsinnsgeld reingesteckt, um aus diesem wirklich klassischen Kinosaal ein richtiges große Leinwand unterzubringen. Da gab es zum Beispiel so eine Leinwand, die fuhr aus dem Bühnenrahmen raus, der unter Denkmalschutz steht, klappte auf, und dann hatten wir ein großes Bild im Kino. Aber ich habe gesagt, das kann nicht alles sein. Und da kam dann die Idee, die ich anderthalb Jahre lang mit einem Architekten verfolgt habe, was können wir machen, um die Kinos, die Kinoseele, um die Leinwand rumzubauen. Das heißt also, wir haben uns erstmal vorgestellt, die Leinwand muss 10 Meter hoch sein, 20 Meter breit, und wie kann dann der Kinosaal aussehen? Und dann kamen wir auf die Idee, dass es eben nur mit so einem Arena-Seating, also mit so abgestuften Reihen sein kann, damit man auch von allen Plätzen aus sehen kann, auch wenn vor Ihnen einer sitzt, der einen Hut auf hat. So, und das war erstaunlicherweise wirklich die Geburt von Multiplex-Kinos. Also die gab's, ich war auch in Amerika, da gab's aber nur so klassische flache Kinos, die
schon einige Nachteile hatten. Naja, jedenfalls war dann so diese Cinemax-Idee geboren, aber... Aber das kommt tatsächlich von Ihnen. Also es gab nicht irgendwie nach dem Motto, in Amerika gab es sie schon und wir haben das nachgemacht, sondern so, wenn man mal die Ricola-Frage stellt, wer hat es erfunden, das waren wirklich Sie, das so neu zu bauen. Ganz alleine nicht, muss ich zugeben. Also die Amerikaner haben uns eher später aufgefordert, dass wir noch nach Amerika kommen sollten mit diesem Konzept. Es gab in Belgien einen Kinobetreiber, Bert hieß der, mit dem wir ungefähr parallel zusammen entwickelt hatten. Der hatte eben schon große Kinos gebaut nach diesem Prinzip, aber eben auch so, dass sie entwicklungsfähig waren. Also und mit dem habe ich mich zusammen und meinem Architekten haben wir uns zusammen hingesetzt und haben dieses Konzept dann wirklich so sozusagen serienreif entwickelt. Und das ging dann auch wirklich relativ schnell. Ich habe 91 in Hannover das erste Cinemax aufgemacht und Ende des Jahres in Essen dann das zweite und dann ging es eigentlich, weil alle vom ersten Tag an so gut liefen, dass wir selber überrascht waren. Da gibt's eine kleine Anekdote, wenn ich die kurz erzählen sollte. Ja, als wir das erste in Hannover das Kino aufgemacht haben, haben wir an alles gedacht, nur nicht daran, dass wir so viele Geldscheine einnehmen würden. Die Kassen sind völlig übergelaufen. Also da sind Besucherzahlen zustande gekommen. Also Hannover hatte zum Beispiel in der besten Zeit 1,8 Millionen Besucher im Jahr. Alleine dieses eine Kino. Heute macht es noch, obwohl es zu den Top 10 in Deutschland gehört, 500.000 bis 600.000 Besucher. Das sind also so viel. Damit hatten wir nicht gerechnet und mein Mitarbeiter kam an, als ich dann unten im Foyer stand und sagte, hier, Flevel, ich weiß nicht, wir wissen nicht, wo wir mit dem Geld hin sollen. Die Kassen laufen über und dann haben wir so Popcornsäcke genommen und haben wie so im Mafia-Film die Scheine einfach in diese Popcornbeutel reingestopft und abends haben die dann stundenlang gesessen bis zum frühen Morgen, um das Geld zu zählen. Also das war jetzt nur mal so. Das waren die großen Zeiten des Kinos. Das heißt, Sie haben dann immer eins nach dem anderen groß gemacht. Wann war denn so der Peak erreicht von diesen Cinemax-Kinos? Es war relativ früh klar, dass also erstmal haben meine Kollegen haben so 3, 4, 5 Jahre gewartet, um zu gucken, ob das, was wir da begonnen haben, ob das wirklich nachhaltig ist. Und dann fingen aber so einige deutsche Ketten an, so CineStar gehört dazu, dieses Konzept zu kopieren und dummerweise haben sie dann auch eine falsche Potenzialanalyse gemacht, sodass also in einigen Städten, in denen wir schon waren, auf einmal ein zweites Multiplex eröffnet wurde und das nannte man damals dann Overscreening, also zu viele Leinwände für ein begrenztes Potenzial an Besuchern und so entstanden dann in Magdeburg, in Bielefeld und in verschiedenen anderen Städten einfach zu viele von diesen Multiplex-Kinos und da kriegte die ganze Sache so einen Knacks. Wir hatten in Deutschland schon unsere Entwicklung eingestellt, wir hatten hier 33 Cinemaxe gebaut und ich war dann anderthalb Jahre lang nur im Ausland unterwegs, weil wir hatten... Was waren dann so die nächsten Märkte? Schweiz, Österreich, Türkei. Ich hatte in Türkei mit einem Projektentwickler, der so große Einkaufszentren da gebaut hat, einen Deal. Und es gibt heute zum Beispiel noch in Adana, das ist an der syrischen Grenze, gibt es noch ein Cinemax, was auch noch so heißt. Das war das südlichste und in Oslo, da war das nördlichste. In Dänemark gibt es heute auch noch Cinemaxe, in Aarhus und in Kopenhagen. Also es war schon europaweit und was ich in Polen, in Tschechoslowakei, in Bratislava, überall haben wir Kinos geplant, bis dann die Bank, das war dann eine Zeit, wo ich da mit der Wirtschaftswoche viel zu tun hatte, wo dann auch Nachfragen kamen, wie geht das denn weiter mit euch? Und welche Zeit war das ungefähr? Also in welchem das Jahr? Das war so im 2000 bis 2005. Mhm. Also in der Phase dann. Weil man dachte, sie dann überschuldet und da haben die Kollegen sozusagen recherchiert. Ja, und man muss ja auch dazu sagen, ich habe das Cinemax an die Börse gebracht. Das ist ein besonders sensibles Thema, wenn man an der Börse ist, ne? Wir sind ja selber muss man transparent sein. Genau. Und das war eine meiner schlimmsten Zeiten. 98 habe ich es an die Börse gebracht. Das war die schönste Zeit, auf dem Parkett zu stehen und dann Siemens, VW und dann stand irgendwann Cinemax da drauf. Da war ich schon ziemlich stolz auf mich. Aber das ging dann, der Stolz verflog dann relativ schnell, weil es gibt nichts Unangenehmeres als Aktionärsversammlungen, wo dann eben auch so, die nennen sich nicht kritische Aktionäre, aber die waren so aggressive Aktionäre, die dann ein oder drei Aktien haben und dann den ganzen Betrieb dann lahmgelegt haben. Und wenn man, wir waren transparent, wir waren noch nie überschuldet, aber es war so eine Phase, wo die Dresdner Bank, das sage ich auch mal so, die handelnden Personen gibt's auch nicht mehr, uns dann in die Bad Bank abgeschoben haben, obwohl wir also wirklich beim Umsatz, und da ist jetzt
auch egal, aber wir waren jedenfalls in einer Situation, wo es nicht nötig gewesen wäre, uns in diese Bad Bank abzuschieben. Und dann habe ich mit unendlich vielen Investoren Diskussionen gehabt oder Gespräche geführt, die bei Cinemax einsteigen sollten, bis dann ein Münchner Unternehmer, Dr. Kläuber, der auch Filmrechtehändler war, der auch bei Leo Kirch gelernt hatte, für sehr kleines Geld bei Cinemax eingestiegen ist. Er hat Bürgschaften übernommen und die Bank hat dann die Kredite, das waren 20 Millionen, aber beim Umsatz von 200 Millionen war das nicht besonders viel. Dann habe ich den Dr. Kläuber als Gesellschafter gehabt und mit ihm kam ich nicht klar. Und dann bin ich raus und er hat das dann später im View für 180 Millionen Euro verkauft, den eigentlichen Pleiteladen. Das tut mir heute ehrlich gesagt noch weh. Sie haben ja eigentlich damals mit diesem Konzept, aber diesen Kinos, die Sie ursprünglich aufgebaut haben, auch Konkurrenz gemacht. Also hat das nicht so in Ihnen auch ein bisschen genagt, dass man sagt, Mensch, ich mache hier eigentlich die Kinos, für die mein Herz schlägt, so ein bisschen kaputt auch? Ja, aber es war eben so, dass der Kinomarkt damals schon sehr kaputt war. Es gab, vor mir gab es einen Kinobetreiber, der hieß Heinz Riech, der hatte die Uferkette. Wenn Sie am Gänsemarkt ins Kino gegangen sind, dann haben Sie... Ne? Vielleicht auch leidvoll erlebt, wie dann eben große Kinos aufgeteilt worden in so kleine Schachtelkinos, die sowieso nicht hätten überleben können, ne? Weil da waren die Leinwände teilweise so groß wie die Bildschirme, die man zu Hause hatte. Und diese Schachtelkinos, die haben dazu beigetragen, dass der Besuch in Deutschland, der dann durch die Cinemax auf 200 Millionen hochging, mit 90 Millionen, also bevor wir kamen, war der Besuch bei 90 bis 100 Millionen. Und durch die Cinemax und die Multiplexe wurde das verdoppelt, der Besuch. Also natürlich gibt es, bereue ich das heute auch so ein bisschen, weil einige sehr schöne Kinosäle, die ich heute gerne wieder hätte, weil es ist heute, kehrt sich das Ganze wieder ein bisschen um. Die Leute, die Besucher lieben die Atmosphäre in gut geführten Einzelhäusern mehr als diese Popcorn-Paläste, die zu denen jetzt auch einige Multiplexe verkommen sind. Das Interessante, Sie sind dann raus bei Cinemax und dann sind Sie ja praktisch back to the roots, kann man sagen. Also Sie haben dann eigentlich an Ihre alte Idee angeknüpft und haben wieder angefangen, sich mit Kinos zu beschäftigen. Kinos, die nicht liefen, haben die übernommen und haben die ausgebaut. Was hat Sie damals getrieben? War das so ein Play it again, Sam-Gefühl? Oder haben Sie gesagt, nee, das ist jetzt die Nische, die man besetzen muss, weil die Kinos wurden ja auch schlecht, nicht? Also die hatten ja, also diese großen Kinos wurden ja dreckig und schlecht und... Genau, also ich musste das immer, als ich noch bei Cinemax war, da musste ich das immer verteidigen. Wenn ich mit Freunden oder Bekannten auf irgendwelchen Partys war, dann haben die mir gesagt, du, ich war gestern bei euch im Kino, meine Schuhe sind immer noch da. Das lag daran, dass Popcorn und Cola auf dem Boden war und das immer so eine klebrige Masse ergeben hat. Dann habe ich gesagt, da habe ich das immer verteidigt, dass ich gesagt habe, es sind Massenbetriebe, so wie McDonald's. Da kann man nicht auf jeden einzelnen Gast Rücksicht nehmen. Und wenn so viele Leute ins Kino gehen, dann gibt es eben auch unangenehme Begleitumstände. Aber es hat mich trotzdem immer sehr geärgert. Und als ich dann ausgeschieden bin, habe ich gesagt, jetzt mache ich mal genau das Kino, in das ich selber gerne wieder gehen würde. Und da war das war so die Geburtsstunde von dem Astor Premium Kino. Das erste Kino habe ich dann in Berlin aufgemacht, 2008, am Kurfürstendamm. Und da haben wir das volle Programm, wie ich das gerne nenne, gefahren. Es gab also Valet Parking. Es gab einen Doorman, der die Tür aufgehalten hat. Es gab ein Begrüßungsgetränk, um den Leuten zu sagen, schön, dass sie zu uns kommen. Es gab eine Bar im Foyer. Das Wichtigste war aber sehr Ledersessel mit sehr großem Reihenabstand und Garderobe im Foyer und man wurde am Platz bedient. Und das Ganze mit neuer Technik, also mit 3D und gutem Soundsystem. Und das lief auch ich hätte es zwar erwartet oder auch erhofft, aber es hat auch geklappt. Es lief vom Anfang an sehr, sehr gut. Und in Berlin waren wir eine Zeit lang Tagesgespräch. Und das ist erstaunlich, was ich gar nicht wusste. Das war wirklich eins der ersten Premium-Kinos weltweit. Denn in Berlin waren dann während der Berlinale waren sehr viele Journalisten von Time oder aus Paris, Le Monde und so, die waren da, haben das gesehen und haben das dann auch beschrieben. Und dann kriegte ich eben Angebote, dass diesen Kinotyp auch in anderen Städten in Europa zu installieren. Da hat nur meine Frau gesagt, jetzt hast du gerade mal ein bisschen Ruhe, jetzt bist du bei Cinemax draußen, dann fängst du wieder mit dem Kram an. Und da hat sie mir fast die rote Karte gegeben. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich jetzt erstmal langsamer. Und es gab in Deutschland ja auch
Sonst konnte man ja dann auch erstmal in Deutschland weiterentwickeln. Und dann kam eben Köln dazu und später Hamburg und Berlin und andere Städte. Aber glauben Sie dann nochmal, dass die Zeit dieser großen Multiplex-Kinos, dass die ihren Zenit überschritten haben, dass ihre Zeit abgelaufen ist? Oder glauben Sie, dass die sich nochmal fangen und vielleicht sich umgestalten mit neuen Konzepten machen, dass sie auch besser werden wieder? Also sie müssen sich erneuern. Also das ist auf alle Fälle klar. Also dieser Massenbetrieb, wo es einfach nur darum ging, die Leute wollten Film sehen und das Umfeld war quasi egal. Und wenn da Popcorn auf dem Boden rumlag, dann gehört das einfach dazu. Diese Zeiten sind definitiv vorbei. Ich habe jetzt zwei Multiplexe übernommen, vor 8 und eins vor 5 Jahren. Und in Braunschweig und auch mein erstes Kino in Hannover, dieses erste Cinemax betreibe ich jetzt wieder seit 8 Jahren. Und ich habe da in Hannover 11 Millionen investiert und in Braunschweig 9 Millionen, um diesen Premium-Standard eben auch im Multiplex-Kino zu installieren. Also auch in Hannover haben sie jetzt so Ledersessel mit großem Reihenabstand, sie werden im Logenbereich bedient und mein Mitarbeiter wird eben eingeimpft, dass der Besucher als Gast im Hause zu betrachten ist. Also das, was eigentlich normal ist in der Gastronomie, in der Hotellerie, dass man also nicht mehr die Leute einfach nur Karte abreißt, rein und Schluss, ist egal, sondern die Besucher müssen das Gefühl haben, dass sie eben wertgeschätzt werden, dass sie als Gast eben auch bestmöglichen Service bekommen. Denn das Problem ist ja, dem wir heute konfrontiert sind, ist, sie können zu Hause bequem vom Sofa aus jede Menge Filme sehen, mehr als sie eigentlich am Abend aufnehmen können. Und der Sound wird da immer besser und die Screens auch immer größer zu Hause, ne? Das ist ja. Ja. Aber deswegen müssen sie eben, wenn die Leute dann überhaupt nochmal ins Kino kommen, muss man eben ein konkurrenzfähiges Angebot haben. Man muss einfach wirklich gut sein, dass es keinen Grund gibt, dass die Besucher sich beklagen, ja, Kino kannst vergessen, es ist dreckig und die Leute telefonieren während der Vorstellung und meine Bildschirm ist zu Hause auch gut. Aber was sie nie erreichen werden, ist eben dieses Gemeinschaftserlebnis, was sie im Kino haben. Und ich rede jetzt die ganze Zeit voller Stolz und auch ein bisschen vielleicht angeberisch über das, was wir gemacht haben. Aber ich merke eben, dass unsere Nische, die wir ausfüllen, ob es nun Einzelkinos sind wie Astor mit ein oder drei Leinwänden oder auch ein großes Multiplex, die funktionieren weitaus besser als der Markt, weil eben dieses Konzept, dass man jetzt nicht mehr nur einfach eine jugendliche alte Besuchergruppe mit Filmen versorgen kann, sondern wenn die Leute zu uns kommen, dann ist das wie, als wenn sie ins Restaurant gehen. Also es ist ein fester Anspruch. Ich kann zu Hause essen, kann kochen, gucke mir quasi Netflix an. Aber wenn ich mal zu Hause weggehen möchte, dann gehe ich ins Restaurant, nehme eben auch den Aufwand, dass ich da hinfahren muss, dass ich dann also einen Parkplatz suchen muss und ähnliches, aber ich gönne mir was Besonderes. Und so sollte man eben auch heute einen Kinobesuch sehen. Und ich kann das jetzt eben aus Erfahrung jetzt der letzten 3, 4, 5 Jahre sagen, dass diese auch, es war vor Corona schon gut, aber jetzt nach Corona ist es sogar sehr gut bei uns. Also das Geschäftsmodell. Wie viele Hotels haben Sie jetzt eigentlich insgesamt zusammengesammelt? Na, es sind knapp 50 Leinwände in 10 verschiedenen Standorten. Und man kennt ja, also eines ihrer Flaggschiffhäuser ist ja der Zoopalast, ne? Das war ja auch so ein bisschen so die Visitenkarte ihrer Kette, nicht? Da sind immer die großen Premieren, das ist natürlich auch immer schöne kostenlose Werbung, wenn es gezeigt wird dann im Fernsehen, nicht? Ja. Also der Zoopalast und ich meine auch dieses Cinemax in Hannover und in Braunschweig, die gehören jetzt zu den Top 10 Kinos in Deutschland, also von der Besucherzahl her. Ich meine, wir haben vorhin gesagt, dass wir vor Corona 115 Millionen Kinobesucher hatten, jetzt noch 90 Millionen, also ein Rückgang von ungefähr 25-30%. Meine Kinosgruppe, also diese Premium-Kinos, haben die Zahlen von 2019 wieder erreicht. Also wie viel gehen bei Ihnen so durch alle Häuser pro Jahr? Da muss ich jetzt so richtig nachdenken. Ich glaube, wir haben so 2,5 Millionen Besucher. Und durch so einen Zoopalast? 600.000. Also die großen Kinos machen Hannover und Braunschweig auch, also 600.000. Und wir haben in der Hafen City ein neu gebautes Premium-Kino, da haben wir ungefähr 200.000 Besucher
im Jahr. Und Sie können ja auch die Finger nicht lassen von Kinos. Ich habe jetzt irgendwie gelesen, wenn man so googelt, Sie haben vor kurzem jetzt gerade noch im Prenzlauer Berg in Berlin das Kolosseum übernommen. Das ist auch eine Institution, wurde 1924 eröffnet. Also wirklich so eigentlich vor 100 Jahren. So ein bisschen kommen also die goldenen 20er hoch. Ja, es war dann so ein Premierenkino in der DDR, ist dann aber in die Pleite gerutscht. Sie waren da schon mal drin, sind aber raus und jetzt wollten Sie wieder rein. Naja, das war wirklich das führende Kino der DDR. Haben jede Menge Premieren stattgefunden. Deswegen hängen die Prenzlauer Berg-Leute auch sehr an diesem Kino. Und ich hatte das mit Atze Brauner, das war mal der größte Filmproduzent in Deutschland. Mit dem hatte ich das Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre auch eröffnet als Multiplex-Kino. Aber das, dann sind wir dann auch ausgeschieden, weil ich mit einen Kilometer Entfernung hatte ein anderes Multiplex-Kino aufgemacht und da konnten beide nicht richtig überleben und dann hat Atze Brauner das selber gemacht eine Zeit lang. Und jetzt habe ich es aber nicht als Multiplex-Kino wieder eröffnet, sondern von den 10 Sälen, die es da gab, haben wir 3 wieder restauriert und haben es also auch mit dem Charme der 60er Jahre restauriert. Und das ist jetzt für mich eigentlich, war das so ein Pop-up-Unternehmen. Ich wollte mal gucken, was kann man eigentlich machen, wenn Multiplexe zugemacht werden, wenn also meine befürchtete Pleitewelle irgendwann eintreten würde. Was macht man eigentlich aus diesen Zweckimmobilien? Und wir wollten das eigentlich am Prenzlauer Berg mal testen, weil da war ein Projektentwickler, der mit seiner Entwicklung, die wollten das abreißen und Büros einbauen, noch gescheitert war. Und da habe ich gesagt, ja, vielleicht können wir irgendwie so Nachnutzung mit verschiedenen anderen Eventmodellen ausprobieren. Das ist jetzt noch wir haben es erst vor 3 Monaten aufgemacht. Das ist noch in der Geburtsphase sozusagen. Und da werden dann eben auch so Gaming, also so E-Sport-Veranstaltungen stattfinden oder eben diese großen Galerien sollen reinkommen, die immersive Ausstellungen da planen, wo man also quasi im Bild eintaucht. Also es gibt so verschiedene Pläne, die man da versucht zu realisieren. Und im Augenblick betreiben wir das als Kino, was sich auch, glaube ich, jetzt am Prenzlauer Berg ganz gut durchsetzt. Was ist eigentlich so mal so die berühmte Case Study, die Frage, was ist denn Ihr Geheimrezept so auf den Punkt gebracht? Warum kriegen Sie Kinos zum Laufen, die eigentlich tot sind? Ist es nur dieser Premium-Gedanke, das Erlebnis-Gedanke, die breiten Sessel, dass ich bedient werde, oder ist es noch irgendetwas anderes? Na, es ist das Gesamtkonzept muss stimmen. Und ich gehe immer so nach mittlerweile immer oder damals auch schon von meinem Bauchgefühl aus, was würde ich denn gerne sehen wollen? Oder wie sollte denn das Kino aussehen, in das ich gerne gehen würde? Und das ist ja nicht so keine große Kunst. Also man kann, jeder hat irgendwie eine Vorstellung, wenn ich schon ins Kino gehe, Sie, Herr von Butler, wenn Sie sagen, ich würde es mal wieder Oppenheimer mir angucken, hätte ich Ihnen vorher sagen können, dass Barbie nichts für Sie ist, dann bin ich nämlich auch nach 20 Minuten, ich bin früher vor Ihnen rausgegangen und konnte es nicht aushalten. Ne? Also, aber zum Glück sind die Geschmäcker ja verschieden. Aber wie muss das Kino aussehen, in das ich von Butler jetzt nochmal gehe, obwohl ich mir zu Hause ja ganz bequem jede Menge... Als ich in den USA war, in St. Augustine, da gab es in Florida, gab es noch ein Kino. Und wir fanden das toll, da durfte man noch drin rauchen. Das fanden wir natürlich als College-Studenten super. Ja. Es gab Bier am Platz und man konnte drin rauchen. Aber sowas wird man wahrscheinlich nicht mehr. Will ich jetzt auch nicht dazu auffordern, das noch ein Raucherkino einzuführen. Aber tatsächlich das Gefühl der Geselligkeit. Ja. Bier am Platz gibt's bei uns natürlich auch und vor allen Dingen für ältere Semester mittlerweile Rotwein und wir haben auch immer ein Champagner dabei. Aber Rauchen, na gut, das ist ja der allgemeine Trend, dass man das eben im Kino nicht mehr machen sollte, wird auch zunehmend weniger nachgefragt. Also auch die Raucherecken vor dem Kino werden nicht mehr frequentiert. Aber wollte ich auch gar nicht so aufrufen oder inspirieren, aber so der Kampf gegen die Streamingdienste, das hatten Sie gesagt, ist noch so die Hauptbaustelle. Sie haben gesagt, dagegen kämpft wirklich die ganze Kinobranche an. Wie steht es denn um diesen Kampf? Weil die Streamingdienste haben ja ihrerseits auch mit einigen Sachen zu kämpfen. Also es gibt, der Abomarkt ist gesättigt, gab einen Mangel an guten Stoffen durch den Streik in Hollywood, die Zinsen sind gestiegen, man kann nicht mehr jeden Quatsch finanzieren. Also wenn Sie uns da nochmal kurz so den Stand dieses ja doch epischen Kampfes schildern würden.
Ja, mein Mitleid mit den Problemen der Streamingdienste hält sich in Grenzen. Aber es ist so, dass das ist natürlich, muss man sich da arrangieren, dass es beides gibt. Und unser Kampf ist einfach darum, dass wir dieses Kinoerlebnis erhalten wollen. Also uns, wenn ich es an der Mehrzahl sage, das ist schon die ganze Branche, die da existenziell drum kämpfen muss. Und da gibt es zwei Ansätze. Das eine ist, dass wir versuchen müssen, ein exklusives Fenster für die Kinoauswertung beizubehalten. Vor 3-4 Jahren, vor der Pandemie war es so, dass wir ungefähr 180 Tage Exklusivität hatten. Das haben dann während der Pandemie die Streamingdienste einkassiert und jetzt kämpfen wir darum, dass es wenigstens 60 Tage sind, die wir exklusiv im Film auswerten können. Weil ich denke mir mal, auch für die Streamingdienste macht es Sinn, eine Kinoauswertung vorher zu haben, weil dadurch werden die Marketingaufwendungen für die Streamingdienste etwas kleiner, beziehungsweise wir übernehmen das Marketing für die Streamingdienste. Also der Kampf ums Fenster ist auf der einen Seite für uns wichtig und das andere ist eben, dass die Kinos wirklich auch so sich mittlerweile, also alle Kinos eigentlich so aufgestellt sein müssten, dass wieder Geld investiert wird. Denn nur wenn der Kinobesuch insgesamt attraktiv ist, können wir es schaffen, die Besucher von den Reizen des Kinos zu überzeugen. Wenn sie wirklich runtergekommene Kinos haben, wo eben wirklich der Fußboden klebt und wo eben auch Besuchergruppen sich rumtreiben, die handymäßig während des Filmes sich kommunizieren oder sich also auch daneben benehmen. Wir haben zum Beispiel in allen großen Multiplexen haben wir immer extra Sicherheitskräfte, die dann auch gucken, wenn Leute reden, dann werden sie aus dem Kino gebeten, kriegen das Eintrittsgeld wieder und sollen dann lieber vom Netflix oder sowas zu Hause sitzen bleiben, aber nicht mehr ins Kino gehen. Apropos Sicherheitskräfte, Leute bekommen Sie noch in Ihre Kinos? Weil viele hatten ja nach der Pandemie, Sie mussten ja auch stark Leute entlassen während der Pandemie. Kamen die alle zurück oder haben Sie auch Probleme, Personal zu finden? Nee, gut, wir haben natürlich also durch die Kurzarbeitergeld? Ja. Das sehen Sie schon vor. Aber es ist auch schön, ist lange her. Es ist auch schön, dass man diese Begriffe wieder vergisst. Genau. Vor 2 Jahren konnten Sie das noch runterbeten. Richtig. Novemberhilfen beantragt hat. Ja. Also das hatte, also dieser Wumms von Scholz und so hat natürlich schon geholfen. Also das war am Anfang sehr beschwerlich, überhaupt an die Unterstützungsgelder ranzukommen. Wir wurden ja gezwungen, unsere Kinos zu schließen. Das haben wir ja nicht freiwillig gemacht, sondern es war staatlich verordnet. Und trotzdem sind Mieten und andere Kosten weitergelaufen. Also da war schon diese Förderhilfen waren schon erforderlich und das Kurzarbeiterentgelt hat eben ermöglicht, dass wir unsere Leute größtenteils behalten haben, weil wir das auch aufgestockt haben aus eigenen Mitteln. Also wir haben eine Zeit lang haben wir schon in einigen Standorten Probleme gehabt, weil viele Leute natürlich abgewandert sind zu Amazon und ähnlichen, die dann als Lagerarbeiter da gearbeitet haben. Aber viele sind eben auch wieder zurückgekommen ins Kino. Also Mitarbeiterprobleme haben wir eigentlich nicht. Wenn man jetzt nochmal so ein bisschen nach vorne guckt, also oder vielleicht nochmal ein großes Erlebnis in diesem Jahr. Sie haben ja in Barcelona dieses Jahr den Unique Achievement Award bekommen. Der Preis würdigt seit 2003 das herausragende Engagement für die europäische Kinobranche. In der Laudatio hieß es, dieser Preis ist eine Würdigung für seine unglaubliche Leidenschaft für die große Leinwand, seine außergewöhnliche Karriere und die Schlüsselrolle, die er bei der Fortentwicklung des Kinoerlebnisses in Deutschland und Europa gespielt hat. Wenn man sowas über sich hört, was geht einem da durch den Kopf? Ja, irgendwie siehst du, wiederholen, das war in Englisch, haben die das in Barcelona, da habe ich das gar nicht so mitgekriegt. Nee, aber schön, das hört sich gut an. Hört sich gut an, ja? Ja, stimmt ja, das? Es hört sich an so nach Endstadium. Also das wäre ja so Lebenswerk-Auszeichnung. Ja. Ne? Ich meine, ich habe ja... Aber Sie sind noch nicht fertig, ne? Ich fühle mich eben auch noch nicht so. Das ist ja das Erstaunliche in diesem Alter. Ich meine, Sie sind 72, aber haben Sie Haben Sie Nachfolger aufgebaut? Oder? Ja, meine Kinder steigen so langsam ein. Also mein Sohn hat Wirtschaftswissenschaften in Barcelona zu Ende studiert. Der läuft sich jetzt gerade warm und ist in Frankfurt gerade als Theaterleiterassistent. Und die sind wahrscheinlich unterwegs. Im Kinosaal aufgewachsen oder auch geboren worden, nicht im Kreissaal, sondern im Kinosaal. Ja, so ungefähr. Aber die hatten immer Freikarten und haben ihre Jugend im Kino verbracht. Und haben auch die Leidenschaft fürs Kino? Ja, mehr sogar. Also meine Tochter hat die Leidenschaft für den Film.
Die ist nämlich so Schauspielerin geworden und hat aber eben die ganzen Schwierigkeiten von einem Casting zum anderen zu tingeln. Da hilft der Name auch nicht viel. Und sie muss, aber sie hat ihre Leidenschaft auf der Leinwand für sich entdeckt. Aber sie ist, arbeitet hier auch bei uns in der Mediaabteilung und ist für das digitale Marketing zuständig. Also meine Kinder werden hier einsteigen und bin ich auch sehr froh drüber, wo mein Sohn eben auch sehr skeptisch war bezüglich der Zukunft des Kinos. Ich konnte ihn aber überzeugen, dass ich an die Zukunft des Kinos glaube und das tut er jetzt mittlerweile auch. Das ist doch schön, wenn man die nächste Generation überzeugen kann, weil man tatsächlich ja dachte, das Kino stirbt aus. Aber Sie glauben sozusagen, dass das Kino noch eine Zukunft hat, wenn man die richtigen Konzepte hat. Und jetzt nochmal so in die Zukunft geschaut, auf was freuen Sie sich denn 2024 am meisten? Was kommt da so? Also kinomäßig? Kinomäßig, ja. Kinomäßig, also jetzt, nicht, ja, Sie können ja auch von Ihrem Urlaub erzählen. Ja, genau, oder? Genau. Aber also man guckt doch mal so ins nächste Jahr, so was erwartet Sie da? Wo ist Ihre größte Hoffnung, wo Sie jetzt schon sagen, das wird sozusagen so ein Blockbuster, das wird ein Straßenfeger, sagte man früher. Ja, also filmmäßig bringt das jetzt nichts, irgendwie zu spekulieren, weil das kann ich eben auch nicht voraussagen. Aber ich glaube, ich habe einen Kollegen von mir, der in Leonberg bei Stuttgart, da hat er ein Kino aufgemacht, ein IMAX-Kino mit der größten Leinwand der Welt. Und das ist so ein, das wäre noch was, wo ich mich nochmal wirklich aufraffen würde, nochmal was Neues zu machen. Sie müssen sich mal vorstellen, das ist eine Leinwand, die ist über 20 Meter hoch und 50 Meter breit. Also es ist so gigantisch, dass man sich das eigentlich vom geistigen Auge gar nicht vorstellen kann. Und wenn Sie da ins Kino gehen und sich einen Film angucken, dann werden Sie nie wieder auf die Idee kommen, sich den Film auch im Netflix oder im Amazon anzugucken. Weil das ist wirklich ein Ereignis, wenn der Hubschrauber von Ihnen über den Kopf rüberfliegt und auf die Leinwand zusteuert oder bei Dünkirchen habe ich das gesehen, dann sind die Kriegsflieger, die fliegen da über den Strand. Dünkirchen ist so ein Kriegsfilm. Ja, ich kenne den, ja. Ja. Und dann kommen die Stukas kommen so angeflogen, dann sitzen sie im Kino und ziehen unwillkürlich den Kopf ein, weil das so authentisch ist. Und das wäre noch ein Projekt. Ich habe da so gerade Grundstücksdiskussionen geführt. Das wäre das, was mich in Berlin... Also ein großes IMAX sozusagen nochmal mit einer Riesenleinwand. Zum Abschluss. Der größten Leinwand Deutschlands. Das schaffe ich nicht mehr, weil er hat schon den Weltrekord in Stuttgart, aber groß muss er schon sein. Aber das muss auch nicht unbedingt 22 Meter hoch sein, sondern ich glaube, da reichen auch 15 Meter Höhe, um dieses wirklich große Erlebnis zu organisieren. Gibt es denn eigentlich noch so andere Trends im Kino, die noch kommen können? Also irgendwie Duft oder also andere Sinne? Oder war es das mit Sound und Augen und sagt man, nee, das andere lenkt nur ab? Ja, die schönsten Kinosäle sind eigentlich die, die fast schwarz sind. Wenn sie in so einem, nicht abgelenkt werden von irgendwelchen Aktivitäten, die drumherum passieren. Dann, wenn man dann bequem sitzt und wirklich eine Flasche Wein am Tisch hat oder vielleicht noch was Kleines zu essen hat, dann ist das eigentlich zurzeit nicht zu toppen. Es gab Versuche mit Geruchskino, das habe ich auch mal gemacht eine Zeit lang. Das Problem war immer, wenn die Gerüche schnellstens möglich aus dem Kinosaal rauszukriegen, weil dann die nächste Vorstellung kam, die kam dann in so einen Schweißgeruch oder irgend sowas, Pizzageruch oder irgend sowas. Das war nicht von Erfolg geprägt. Dann gibt es eben immer noch so Wackelsitze, da sitzen sie also im Kino und wackeln mit der Handlung. Wenn Verfolgungsjachten sind, dann gehen sie auch mit in die Kurve. Das ist für die auf so einem Stuhl sitzen, vielleicht ganz schön, aber für die hinter ihnen sitzen, ist das ein Nightmare, weil sie sehen immer vorne nur wackelnde Besuchergruppen. Deswegen ist das auch für mich Zirkus und das hat auch kein, glaube ich, es funktioniert in einigen Kinos, wo junge Leute reingehen, aber ich glaube, es bleibt das Wesentliche im Kino, bleibt dabei, dass sie in die Welt eintauchen können, dass sie vielleicht wie bei Bohemian Rhapsody mit den anderen Besuchern mitklatschen, mitgehen können, dass sie sich wie im Konzert fühlen. Also dieses Gemeinschaftserlebnis und die Intensität der Bilder ist einfach im Kino x-mal größer als auf dem Laptop oder im Monitor zu Hause. Herr Flebbe, vielen Dank für diesen Ausflug in die Kinowelt und vielen Dank für dieses Gespräch. Herr von Butler, ich danke auch. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für das heutige Chefgespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir hören uns hoffentlich kommende Woche wieder. Machen Sie es gut.